Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier in Harz weiter unterwegs. Nächste Stempelstelle, die erste an dem heutigen Tage. Wir sind auf dem Weg zum Elverstein. Der Elverstein liegt hier diesen wunderschönen Berg irgendwo hinauf. Wir gehen gerade irgendwie nur bergab und sind bereits in Wernigerode, Hasserode angekommen. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht so eine Art Zweitagestour aus der ursprünglichen Dreitagestour mache. Das werde ich aber heute im Laufe des Tages entscheiden. Und dann entscheide ich, ob ich nachmittags hier in Wernigerode zurückfahre nach Hannover. Und ja, dann würde man weitersehen. Ich würde dann einfach nochmal kommen und die andere Tour danach ziehen. Einfach ganz entspannt. Ich habe, glaube ich, gestern ein bisschen zu viel gemacht. Das hat daran gelegen, dass ich ganz einfach zu spät gestartet bin. Ich war erst gegen 10:27 Uhr in Ilsenburg und habe dann trotzdem noch einiges gemacht, bis quasi kurz vorm Ende der ersten Tagestour. Also ich habe locker so 25 bis 30 Kilometer gemacht. Denkt jetzt nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass es bergauf, bergab geht, bergauf, bergab und wieder bergauf, ist das schon eine harte Nummer und das darf man nicht vernachlässigen. Ja. An sich sonst nichts Besonderes. Wir gehen jetzt hier zur nächsten Tour. Ich bin noch ein bisschen verpennt, aber ich werde langsam wach. Das merke ich gerade. Und ja, das möchte ich euch kurz zeigen. Das habe ich jetzt hier im Augenwinkel gesehen. Die alte Hasseröder Wetterstation. Sowas kennt ihr bestimmt. Wartet kurz. Da steht ein Schild. War noch vor dem Hunde. So. Da könnt ihr sehen, den Stein angehangen und die alte Hasseröder Wetterstation. Stein nass, dann ist Regen. Stein weiß, dann ist Schnee. Stein trocken, dann ist Sonne. Ist jetzt trocken, dann müsste ja jetzt Sonne sein. Ja, bewölkt. Stein wackelt, dann ist Wind. Stein nicht zu sehen, Nebel. Stein liegt an der Erde, Weltuntergang. Das ist geil. Das ist echt lustig. Und da vorne ist eine Katze. Ach schön. Wenn man früh ist unterwegs, sieht man immer die tollen Sachen. So, da oben ist sogar ein Schild. Das gucken wir uns direkt mal an. Und da steht nämlich auch schon eine Stempelstelle. Genau, hier Elverstein. Stempelstelle Nummer 29. Ich hoffe, ihr könnt es sehen auf dem Video. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgerichtet ist. Da müssen wir hin. Stempelstelle Nummer 29, Elverstein. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Ja, wir sind jetzt hier am Elverstein oben angelangt, sehr, sehr weit oben. Dort hinten könnt ihr die Bahnstrecke der Harzer Schmalspurbahn von Wernigerode nach Brocken sehen. Ein schönes Plätzchen mit einem Bänkle und der Stempelstelle, gut gepflegt. Tolle Stempelstelle, sogar mit einem Büchlein drin, wo man sich eintragen kann. Ja, und wirklich einmalige Aussicht hier, also wirklich atemberaubend. Wirklich richtig geil. Hier oben hätte ich auch übernachten können. Aber das hätte ich nicht mehr geschafft. Dann wäre es dunkel gewesen. Absolut dunkel. Ja, wir machen uns weiter zur nächsten Stempelstelle. Hier gibt es eigentlich nichts weiter groß zu sagen. Auf dem Weg zum Elverstein hin. Von Wernigerode, Hasserode aus befindet sich kurz vorm Elverstein auch irgendwie eine Höhle. Da weiß ich noch nicht genau, um was es sich dort handelt für eine Höhle. Könnte ein altes Bergwerk sein, könnte aber auch eine alte natürliche Höhle sein. Da werde ich mich mal informieren. Ich war drin, aber bin dann nicht weitergegangen, weil da gab es dann so eine Kante von ein paar Zentimetern. Irgendwann muss man auch zurückgehen, weil ich habe keine Ausrüstung mit, keinen Helm, nichts. Ja, naja, wir gucken mal. Vielleicht lohnt sich ja nochmal hierher zu kommen für die Höhle hier. Übrigens dort hinten, so zwischen den Bäumen durch. Ich versuche das mal einzufangen. Da sieht man es. Oh, mein Finger ist zu fett für den Zoom. Da hinten. Das Ding hier. Das ist der Turmkuhlentunnel. Deswegen sind wir hier auch im Turmkuhlental. Ich bin also einmal quasi hier runter auf der anderen Seite. Hin nach Hasserode und hier auf der Seite wieder hoch. War ein ganz entspannter Weg eigentlich, nicht groß anstrengend. Ja, und der Turmkuhlentunnel ist übrigens der einzige Tunnel der Harzer Schmalspurbahn im kompletten Streckennetz. Nur so als kleine Info am Rande. Und wir gehen jetzt weiter, vermutlich da einfach hoch. Sieht ein bisschen anstrengend aus, aber ich lasse mir einfach Zeit.
Ja, ich war jetzt hier im Christiantal. Da gibt es übrigens einen kleinen Wildpark. Hab mir dort den Stempel abgeholt und sonst gibt es da eigentlich nichts weiter zu erzählen. Außer, dass der Wildpark 1 Euro Eintritt kostet. Dafür kann man aber einige Tiere sehen. Und jetzt gehe ich hier weiter nach oben zum sogenannten Agnesberg. Da soll auch das Wernigeröder Schloss sein. Und ja, den Stempel am Gasthaus des Christiantal habe ich mir abgeholt eben. Nur da war es einfach viel zu voll, um da zu filmen. Ist ein bisschen langweilig. Ich weiß, hier so ständig im Wald zu filmen. Aber der Weg wird interessanter, denn wir müssen dort hoch. Ja, könnte interessant werden. Nur, dass die Stempelstelle nicht mehr dran steht. Aber wir schauen, was wir machen können. So, wir sind jetzt hier hinter mir den Weg nach oben immer noch auf dem Agnesberg. So heißt der kleine Hügel hier, der sich hinter dem Wernigeröder Schloss befindet. Man hat auf das Wernigeröder Schloss eine wunderschöne Sicht. Und ja, jetzt hat es ein bisschen getröpfelt. Ich habe wieder nette Leute getroffen. Ja, wir gehen jetzt runter zur Stadt. Das war die letzte Stempelstelle. 2 Tage unterwegs gewesen und ja, einiges an Spaß gehabt.